Es ist der Moment, auf den Journalisten und Verantwortliche von Volkswagen Motorsport gewartet haben. Der IDR Pikes Peak, der erste vollelektrische Rennwagen von VW, wartet darauf, zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit gezeigt zu werden. Alles ist bereit, die Kameras auf den neuen gerichtet. Das Tuch weg und dann steht er da, das schwarze E-Mobil für das härteste Bergrennen der Welt. Es ist ein elektrisches Auto. Da gibt es natürlich eine Batterie, eine große, zwei Elektromotoren, Fahrwerk, aber alles reduziert auf das Wesentliche, damit das Auto so leicht wie möglich ist. Am 24. Juni werden die Räder des IDR Pikes Peak nicht stillstehen, denn dann geht es über 20 Kilometer bergauf in Colorado. Ein Ingenieur hinkt gefühlt seinem Zeitplan immer hinterher, würde gern früher fertig sein und so viel wie möglich getestet haben. Aber wir sind in unserem Zeitplan. Nächste Woche werden wir testen, dafür sind wir hier. Für diese Kategorie gibt es eigentlich kein Reglement, nur Safety ist sehr wichtig für Pikes Peak. So, da sind natürlich viele Regularien da, die ja schon in die Firmen so auch mit eingearbeitet sind. Aber fürs Auto selbst kann der Ingenieur eigentlich frei entwickeln. Ist natürlich auch bei den Ingenieuren, wenn man Pikes Peak gesagt hat, das gerne machen wollte, weil sie so frei sind eigentlich, dass er wirklich nochmal nicht so wie in die Meisterrennserie ein bisschen irgendwo gebremst werden. Hier war es so, man kann nachdenken, wenn man das machen will, man denkt, dass das die gute Idee ist, kann man das auch machen. Fahrer, der mehrfache Le Mans-Gewinner und Pikes Peak-Sieger Romain Dumas. Natürlich in Pikes Peak ist das ein sehr großes Element, weil man hat gern Beifahrer dabei, wie in Rallye. Also er muss eigentlich diese fast 20 Kilometer selbst kennen. Romain hat da natürlich sehr viel Erfahrung, war ja schon viermal da, dreimal gewonnen. Haben wir auch das Simulatorprogramm zusammen mit ihm gemacht. So, da sind wir, denke ich, mit Romain Dumas sehr gut aufgestellt. Pikes Peak ist vollkommen anders wegen der Höhe, der Kurven. Es ist sehr gefährlich. Vor diesem Rennen muss man Respekt haben. It's very, very, very dangerous. So it's a race you have to respect a lot. Volkswagen ist bereit für einen neuen Rekord.